Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LS15 mit dem Spacken, dem anderen Spacken und dem anderen Spacken. Hallo. Hallo. Das war gut. Das war mal was anderes. Und guten Rutsch bis nächstes Jahr, wenn wir uns nicht mehr hören. Nein. Markus, letzte Folge im Jahr 2016. Ja, ich bin dann auf Reisen. Er ist dann auch in der Schule anderen, ne? Und so, manchmal. Ja. Also... Ja. Rein theoretisch ist es heute meine zweite Folge. Stefan seine ja, erste. Genau. Weil ja, alle ein gutes neues Jahr, lieber Stefan, zu schauen, ne? Ja. Meinen haben wir uns im letzten Part schon gewünscht. Oder auch nicht. Falls ihr den nicht gesehen habt, der ist wirklich sehenswert. Durchaus. Sehen Sie jetzt, wie Max aus der Kuh einen Schnitzel herausschneidet. Schnitzel! Schnitzel! Wo ist die Kuh? Da! Weißt du, was so geil ist? Das Teil ist einfach richtig hässlich gemacht, irgendwie das Mähwerk, finde ich. Es ist nur zweckmäßig gemacht, kommt mir vor. Kommt schöner? Nee. Stefan, komm mal kurz schwadern. Keine Zeit. Da steht ja auch nicht reale Dingsabums da. Max, komm mal kurz schwadern. Nee. Chris, komm mal kurz schwadern. Nee. Komm, deine Scheißkühe halt nichts zum Essen. Doch, ich hol gerade schon Silage. Warte mal, ich fahr das erstmal rüber. Damit könnt ihr da können sie erstmal beide fressen. Die Kühen aufpassen, dass nicht geklaut werden. Wie das Ganze verkaufen, Stefan? Ja. Ich geh dann gleich das nächste Feld. Mir scheißegal. Du spartest wohl nicht gleich hinten dran, oder was? Wie denn? Ich mähe hinten. Warum mähst du nicht so vorne? Logisch. Weil ich's kann. Ja, mähe halt vorne und schwarte hinten gleich. Zu spät. Oh Mann. Du machst es ja selber kompliziert. Nein, wieso? Das muss irgendeiner von euch machen. Oh lol. Jeder hat einen Job zu erfüllen. Was ich irgendwie cool finde, dass du auf der Teerstraße deine Fahrspuren siehst. Geil. Klar. Das ist, nur, ist das bei euch nicht so. Das ist voll der weiche Teer, Alter. Klar, das ist ganz neu gemacht. Ja. Der ist frisch gezogen bei dir. Da stand doch irgendwo so ein frisch Dingens dran. Okay, habe ich nicht gesehen. Fischer-Teer, jetzt nur 5,99 pro Tonne. Ich bin einfach drüber geeimert. Ach toll, da ist wieder neu machen. Aber wie komme ich denn am dümmsten? Wie komme ich denn am dümmsten eigentlich direkt darüber? Ich muss immer hier außen rumfahren, das ist voll scheiße. Wieso gibt's hier keine Brücke, Alter? Weil da so ein scheiß Bach ist. Ja, der wollte eine Brücke. Der Bach ist warum? Warum? Draußen Bach rum. Damit nicht. Ganz viele damit man nicht geradet wird. Damit man nicht geradet wird. Das könnte echt gefährlich werden. Logische Schlussfolgerung, oder nicht? Ja. Bei einer Zombie-Apokalypse hätten wir auch keine Chance, weil die gehen da einfach durch. Weil es nicht tief genug ist und keine Strömung herrscht. Schlecht gemacht. Da müsste irgendwas anderes rein. Heißer, irgendwas Heißes. Lava. Dass die verbrennen. Nicht nee, Lava. Her. Lava erlischt. Ja, das muss irgendwie von unten angeheizt werden, weißt du? Lava mit Erdwärme. Arsch, das ist gut. Oder wir machen das Loch einfach so tief, wenn die runterfallen, sterben die. Nee, LS. Also von der BGA nach Hause zu fahren, ist echt für'n Arsch. Wieso Sackgasse? Mir doch egal, Alter. Ich fahr da trotzdem. Also, schon. Ja, nee, LS. Angeblich soll ja eine Sackgasse sein. Ist keine Sackgasse. Ist keine Sackgasse. Sackgasse. Ich bin auf dem Hof. Eine Gasse. Die Gasse heißt Sackgasse. Mehr Sack wie Gasse, oder? Da gibt's viele Säcke. Ja. Don, ich hab dein Zuhause gefunden. Nice. Oh. In der Sackgasse. Nee, so. Da wohnt mein Nachbar in der Sackgasse. Ich wohne ganz vorne. Am Flussufer? Ja, an der Koppe. Bei mir gibt's auch einen Bach, aber der ist nur so einen Meter ich bin breit. Und halb so 20 cm tief. Richtiger Low-Bopper. Kann ich es eigentlich einfach hier reinschütten? Ja. Oh, wirklich. Silage wird hier nicht angenommen. Ah, alles klar. Alles klar. Ach, hier war gerade Silage angenommen. So. Oder? Wenigstens gibt es ja anständige Wiesen.
Ist sie groß genug für dich? Nein. Aber es ist anständiger als wie die normalen hier. Hab ich ja jetzt reingeschüttet. Es gibt nichts, was groß genug ist. Weil das müsste unendlich groß sein. Und nichts ist unendlich groß. Alter, hier passen 50.000 rein. Easy. Ich habe meinen ganzen Hänger jetzt reingeschüttet, Alter. Na ja, mach mal. Das kleine Gerät, meinen ganzen großen Hänger. Easy. Jetzt brauche ich noch Gras. Das gibt's für Dole, oder? Ja, bei Schnee halt abholen. Und Stroh brauchen wir auch noch. Stefan? Ja, das musst du ja auch abholen. Hä, nö. Gibt kein Stroh. Stroh ist ausverkauft. Ich dachte jetzt so an Strohkopf. Wenn du dich selber meinst. Jo! Wahrscheinlich. So. Ein Gerät oben, was Nein. Oh. Hast du das Ding mir schon gekauft? Nein. Hä, wenn ich vorhin irgendwie das ganze Geld verprasselt habe, dann kann ich ja wohl das nur gekauft haben. Das glaube ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was du alles shoppst, Alter. Ich kaufe jetzt Kühe. Ist scheißegal. Soll ich mal dein Mähwerk zurücksetzen? Mach doch. Dann hau ich ab. Welche Kühe der? Wo ist denn? Ich kaufe jetzt Kühe. Wo ist denn der da? Ach, nicht rein. Blöde Kuh, hör auf, nehme zu fressen. Da kommen gleich noch mehr, Max. So. Und Brille ist drin. Bin ich. Kauf dir eine neue. Ja, wie machen wir das mit dem Schwaden? Dann brauchen wir noch einen LKW, brauchen wir noch einen Traktor. Warum? Man kann es einfach da anhängen. Ja, der macht das, ja nicht. Der ist auch ein Noob. Nee, ich bin halt ein Vollprofi. Ja, dann brauchen wir, dann hört mal auf Geld auszugeben, wir brauchen noch einen Traktor. Ups. Das war ein bisschen zu spät. Hey, wir haben doch so viele Traktoren. Hier steht noch einer rum. Wir haben doch sicher drei Traktoren, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, dann setz mal noch einen zurück. Das ist meiner. Guck mal hier, genug haben wir, oder? Ja klar, drei haben wir sicher. Drei haben wir. Ja, ob ich mich wieder festgefahren habe, Alter. Ist ja. Welchen sitzt du gerade? In Steyr oder in den... Ich sitze im Deutz. Der Steyr steht hier am... bei den Kühen. Geil, wir haben aber hier Geld. Der Deutsch ist zu schwach für den. Ja, dann nimm für den Deutsch den Ladewagen. Ja, der Ladewagen ist, der ist zu schwach für den Ladewagen. Dann nimm den Schwader. Oder kauf mir einfach einen neuen. Von was denn? Du hast gerade alles ausgegeben für Kühe. Ja, aber gleich ist wieder Geld da, weil Stefan arbeitet. Na, wenigstens einer. Ey, ich arbeite auch. Ja, du kaufst ja Kühe. Ja, genau. Ich bin hier Kuhvermittler. Ja, da auch, so. Ich passe auf, dass sie nicht weglaufen und geklaut werden. Ich Max auf gibt allen aus, Namen. Auf einmal, dass auch von meiner Kuh ein Schnitzel wird, das ich nicht gemacht habe. Das Gute ist, wir haben jetzt immer was zu essen. Ah. Wir nennen mal gerade die Kühe. Hannelore. Was hast du für den Nelltext gefunden, oder was? Helmut. Stefan. Manfred. Christian. Angela. Merkel. Obama. Saddam. Putin. Barack. Nee, nicht dich. Barack. Barack. Allah. Wakba. Hallo Wakba. Akbar. Hey Schnauze, du hast einen Arm. Es ist scheiße, dass Alter, mit dem blöden Fluss hier drum, das ist echt für ein Arsch. Oh. Evin? Ich bin gerade festgefahren. Fertig. Okay, sehe ich nicht. Ich habe gerade die Kühe gefunden, genau. Wie verdient man eigentlich mit den Kackkühen Geld? Ja, indem du die Milch verscherbelst. Ja, dann verscherbeln wir halt die Milch. Ja, wir haben noch keine Milch produziert, oder?
Wenn die Produktivität 5% haben, dann machen die wohl Milch, oder? Ja, 300 Liter haben wir bis jetzt. Ja, das ist eh viel, oder? Nee, glaube ich nicht. Okay. Ja, 300 Liter, für jeden Liter bekommst du ein paar Cent. Außerdem brauchst du die, die Milch auch abtransportieren. Ja, dann brauchen wir einen Tank. Oder? Hat die kein Zaun, irgendwelche Kollision? Ich glaube nicht. Warum? Licht? Alter Schwede. Chris, wenn du erstmal hier angekommen bist bei dem Feld, dann wünsche ich dir viel Spaß. Warum? Weil das groß ist. Wo bist du eigentlich? Ich fahre die ganze Zeit neben Feld 14. Bei der Wiese. Ach, du bist da oben. Ich fahre nach unten. Was machst du? Was ist da unten? Ja, auch die Wiese. Ich kenne nur die Wiese hier unten. Die ist ja viel zu klein. Ich kenne nur die Wiese hier unten. Alter, ist das groß. Ja. Was? Oh Mann. Ich hätte mich gefreut, dass ich gleich da bin und was ist. Für den Arsch. Noch einen weiten Weg vor dir. Bitte wenden. Please hold the line. Bitte halten Sie die Linie. Genau. Anelora, ist richtig so. Da hätte ich beim Hof einfach nach oben fahren können, verdammt. Ah nein, ich fahre unten erstmal durchs Dorf durch. Mann. Wir spacken. Mein Trecker klingt irgendwie komisch. Mein Trecker ist dreckig. Das auch. Ich weiß. Du bist dreckig. Weihnachten kommt ja erst wieder ein Jahr oder so. Ich weiß nicht. Dann darfst du erst wieder duschen gehen. Ja, da gehe ich duschen, genau. Weil Wasser ist teuer und ich weiß, wenn ich duschen gehe, dann müssen andere Menschen sterben. Deswegen gehe ich nur zu Weihnachten duschen. You know? So. Ja. Genau. So macht man das. Du gehst doch mal so ein halbes Jahr duschen. Ja, so ungefähr. Zum Geburtstag gehe ich manchmal auch, aber nicht jeden Geburtstag. Wir brauchen einen Drescher hier oben, können wir wieder Zeug klauen. Schaut aus wie Rocken. Wir haben noch keinen Drescher. Deswegen habe ich ja gesagt, wir brauchen wieder einen. No. Kühe geben jetzt eh unendlich Milch ab. Bauen wir einen Infinity Tank und dann geht das ab. Du quietsch wieder. So. Aufklappen. Fertig, gleich. Alter, den ist Ladewagen. Die Wiese ist überhaupt nicht groß. Die ist auch klein. Ja. Bin ich mal irgendwas, weil ich hier so ein Nebel was ist. Zu tun. Hast du einen Ladewagen mitgenommen? Ja, wie denn? Auf der Dingens-Map war die größer. So, muss ich jetzt wieder zurückfahren oder wie nur wegen dir? Ja, hättest du das Ding ja gleich mitgenommen? Hätte ich schon lange aufladen können jetzt. Glaube ich so. Wir haben doch Zeit und Geld und... Alter, ist die Wiese groß. Ja, genau, Alter. Hallo. Na schon. Auf jeden. Baum. Die Bäume müssen ja umschneiden, die nerven. Durch die meisten kannst du eh durchfahren. Echt? Ja, die meisten haben nicht mal Kollisionen. Der schon. Der schon. Ich hoffe, der hat keine Kollision. Ich glaub's aber nicht, weil du hast drumherum gemäht. Oh, genau, Alter. Er hat Kollision. Doch, die haben alle Kollisionen, nur der ganz äußerste Meer hat keine Kollision, deswegen kannst du das so durchfahren. Ich hab keine Silage mehr. Ich schau mal, wo der Ladewagen steht. Setz einfach dein Gerät zurück, dann bist du direkt beim Ladewagen. Hab ihn aber schon gefunden. Ist das ein Scheiß, Alter. Hier steht ein Auto. Echt? Nimmst du mit? Ja. Kann ich nicht, das ist glaube ich schon total Schaden kaputt. Easy. Entschuldigung. Bei H1Z1.
alles kaputt. 1Z1, du fährst gegen so einen kleinen Strau und du explodierst. Geil. Könnten wir auch mal wieder spielen. Ja. Und mal wieder gewinnen. Das schaffe ich nur mit Henning. Voll auf. Blizzard! Blizzard im Angebot. Easy. Du kaufst ganz Blizzard? Ja. WoW ist das günstiger. Du müsst aber Steam kaufen. Im Angebot 3 Euro nur. WoW ist das günstiger. Die kaufen mir Steam. Ja. Kann eh nicht teuer sein. Nach dem Sale. Mann, sogar gegen das Schild kann man nicht mal durchfallen. Scheiße. LOL. Ja. Nee, NS. Okay. Hier ist eine Absperrung. Warum macht man eigentlich hier so eine scheiß Straße und auf einmal kommt da so ein Bach? Warum macht man sowas? Hier ist ein Reh. Mhm. Was um? Geht denn? Ach verdammt. Nix schlecht, nix schlecht. Da haut sich instant um in der... Nix schlecht, nix schlecht. Nix schlecht? Nix schlecht. Nix schlecht. So, und eine Kurve. Oh, Don hat Gras geladen. Nee. Der war bei Mr. Icepad. Oh, jo. Muss zu meinem Hauptkunden, Chris. Ich liefere gerade aus. Wen, dich? Nein. Für Mr. Icepad. Ah, okay. Wie viel Kilo hast du denn mitgenommen, wie viel Tonnen? Muss ich aufschreiben. Das schreibe ich auf, sage ich. Wenn aber noch mehr. So, jo, sag ich Bescheid. Aber ich muss noch warten, bis ich verkauft habe. Nee, nicht verkaufen, das gehen wir erstmal den Kühen zu fressen. Aber dann werden die high. Mach das ganze Lager, ne? Und das wurde beauftragt. Dann geht bestimmt die Produktion verkaufen. Nee. Ich hab mir so viele Namen überlegt. Anneliese, Gertraud, Getrude, Bertram, Jeremy Pascal, Bärbel, Stefan. Chantal. 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 Nix schlecht. Nix schlecht. Alter, ist die Wiese riesig. Los ist Donner, bring den Kühen mal was zu fressen, los. Nein. Nur volle Ladungen zählen. So viel passt da eh nicht rein. Wie viel Liter passen eigentlich in deinen Hänger rein? Ja, 50 Tonnen oder so. Alter, die Wiese ist so extrem groß. Ja, dann beschleunigen wir dann mal dasselbe gleich nochmal. Kannst du nicht mal. Da brauchst du ja gar nichts beschleunigen. Das Teil hinten dran. Ja, besser ist es. Ich glaube, das Gras, was wir jetzt einmal produziert haben, das reicht auch erstmal ein bisschen. Obwohl, Gras können wir einlagern, ne? Muh. Wohin mit dem Gras? Komm mal her, übernimm mal den Spaß, ich übernehme. Wie komme ich jetzt zu den Kühen darüber? Und da lang. Sagte, pass auf, das ist bester Stoff. Ja, ich sehe schon, das ist echt gut geworden. Schnell beeilen, bevor es schlecht wird. Lol, wie, achso, hier ist ein... Ganz frisch. Ganz ausrichten.
Wir müssen den Kühen vielleicht auch was zu trinken geben, ne? Wir müssen dann mal so einen Wasserwagen holen. Sterben die dann? Keine Ahnung. Ich kaufe mal neue, egal. Was ist das? Die können ihre eigene Milch trinken. Genau. Können ihre eigene Milch trinken, die Spacken. Auf jeden Fall kann man hier Milch abholen. Easy. Ich habe die Milchausgabe gefunden. Kann man irgendwas drücken? Nee. Das heißt, wir können hier die Milch abholen. Auf der Weide. Na, Buddy, hast du noch alle beieinander? Ja, ja. So, ich gebe dir jetzt erstmal was zu fressen. Also viele sind gar nicht bei mir auf der Weide. Was ich irgendwie nicht verstehe, ne? Die haben ja Gras auf der Weide. Warum muss ich denen jetzt ja auch noch Gras hinbringen? Weil das Gras alles ist. Haben die schon alles aufgegessen? Weil die fressen konstant, sind die nur am Fressen. Wenn wir schlafen oder fressen dann. Muss ich mir mal vorstellen, die stehen instant auf und sind sofort am Fressen. Alter, passt da rein. Jau. Easy, ich hatte 50.000. Ja, genau. Wie verarschen wir das? Hier. Oh, schau mal die Produktivität an. Easy. Nur wegen dem. Ja, ja, ich passe auch auf die Kühe auf. Dann hol mal ein bisschen Koks dran. Produktivität 10.000%. Gut, aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und bis morgen. Tschüss. Tschüss.